Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zu dem letzten Teil für unsere Serie Qualitätsmanagement und Dokumentation. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Videozeit. Ich bedanke mich für das gute Feedback und für die positiven Reaktionen auf unsere geplanten Nachhilfestunden, die wir da anbieten wollen, und lade euch natürlich auch hier wieder recht herzlich dazu ein, das Ganze kräftig zu buchen. Ich blende euch hier auch wieder die Termine ein, dass ihr das nochmal seht, falls eben da noch jemand Bedarf hat und sagt, jawohl, das ist eine gute Idee, ich will da mitmachen. Ich erwähne es nochmal. Ein Termin, also die 2 Stunden, sind 37,50 €. Hier überweist ihr mir bitte per PayPal das Geld. Die PayPal-Daten findet ihr auf dem Startbildschirm bzw. am Ende des Videos nochmal zu sehen. Dort seht ihr die PayPal-Informationen. In der Überweisung bitte dann auch immer das Datum mit dazu schreiben, für welche dieser Schulungen ihr euch anmelden wollt oder Nachhilfestunden oder wie man es auch immer nennen möchte. Und dann kriegt ihr den zugehörigen Zoom-Link zugesendet und könnt euch dann an dem Tag um 19 Uhr, wir fangen meistens so 5 Minuten vorher an, 10 Minuten vorher schon einloggen, in den Warteraum eintreten, und ich lasse euch dann entsprechend immer zu diesen einzelnen Nachhilfestunden zu. Ihr könnt mehrere buchen, ihr könnt Einzelstunden buchen, so wie ihr das wollt. Natürlich biete ich auch immer noch das Privatcoaching an, also sprich, wer Lust hat zu sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber ich will das alleine machen, ich will den Uli für mich ganz alleine haben, auch der kann das natürlich machen. Einfach anschreiben per WhatsApp oder per E-Mail, dann besprechen wir einen Termin. Hier kostet die Einzelstunde 40 €. Das heißt also, wir machen in der Regel dann auch immer 2 Stunden, da ist man dann bei einem Satz von 80 € gesamt. Hier, wie gesagt, 37,50 € ist eben auch die weitaus günstigere Variante für jemanden, der sagt, kann ich mir jetzt nicht ganz so leisten, finanziell ist das für mich ein bisschen schwierig, was ich auch voll und ganz nachvollziehen kann. Im weiteren Verlauf gibt es natürlich nach wie vor immer noch unseren USB-Stick, den man bestellen kann, auch per PayPal zu bezahlen, 50 €. Dann die Adresse mit dazu, einmal Paragraph 6 USB-Stick, und dann kann ich den auch entsprechend versenden. Gut, somit steigen wir jetzt in unser Video ein, in den letzten Teil für Qualitätsmanagement und Dokumentation. Das Qualitätsmanagement hatten wir ja soweit abgeschlossen, sprich dieses, wie verhalte ich mich hygienisch, was sind die räumlichen Bedingungen, wie hat meine Praxis auszusehen. Ich habe euch natürlich auch nochmal, ja, über die Zustände bezüglich eurer Fingernägel und so haben wir ja gesprochen, Benutzen von Instrumenten, wie die dann eben auszusehen haben ja geklärt. Das Ganze muss hygienisch sein, nicht steril. Wir sind Heilpraktiker, wir sind nicht in der Chirurgie, und somit quasi ist das für uns ein bisschen entschärfter. Was jetzt als nächstes kommt, was für uns aber natürlich entscheidend ist und auch mit dazu gehört, ist die Aufklärung und die Informationspflicht. Bei der Aufklärung und Informationspflicht wird sehr häufig vieles falsch gemacht. Und was das Problem an der Sache ist, dass damit, wenn ihr das im Prinzip falsch macht, ihr schon den Grundstock dafür legt, dass alles, was im Nachhinein an Problemen auftritt, alles, was an Komplikationen auftritt, auf euch zurückfällt und ihr für diese Sachen in vollem Umfang haftbar gemacht werden könnt. Und diese Aufklärung hört sich immer so easy an, aber man ist hier sehr schnell in einem sehr gefährlichen Fahrwasser, wenn man eben bestimmte Regularien nicht beachtet. Und die wollen wir uns jetzt nochmal zusammen anschauen. Was heißt das alles? Also, was muss ich hierbei beachten? Der Heilpraktiker ist erstmal verpflichtet, den Patienten so aufzuklären, dass dieser sein Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen kann. Das bedeutet, ihr dürft ihm keinen Mist erzählen. Ihr müsst ihn quasi frei entscheiden lassen. Der Patient entscheidet, ob er für diese Art der Therapie Lust hat, ob er das will oder ob er das nicht will. Und somit dürft ihr, und das ist jetzt schon klar, das kommt jetzt sogar noch im weiteren Verlauf, ihr dürft nichts verschweigen. Wenn ihr also jetzt eine schwerwiegende Komplikation, Nebenwirkung oder Phänomene eurer Therapien verschweigt, ja, dann vergeht ihr schon das erste Vergehen. Wenn ihr zum Beispiel wisst, naja, oder auch auf eine Frage nicht antwortet. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, naja, Frau Meier, erzählen, ist denn das wissenschaftlich bewiesen, was Sie da mit mir machen wollen? Und wir machen jetzt von mir aus so eine Bioresonanzgeschichte, ja? Dann wäre es eben falsch oder es wäre gelogen, dann zu sagen, ja, da gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, die das beweisen. Das wäre gelogen, denn das gibt es nicht.
Das ist einfach nicht wahr. Und wie gesagt, wer was anderes behauptet, der sollte mir gerne dann per E-Mail, das ist ja bekannt bei mir, diese wissenschaftlichen Studien zuschicken, in denen wissenschaftlich von anerkannten Universitäten, whatever, bewiesen wird, dass Bioresonanz eben entsprechend funktioniert. Das kannst du nicht. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Deswegen habe ich da auch keine Angst, dass mir jemand was schickt, weil es dazu nichts gibt. Das sind Herstellerinformationen, das sind Vermutungen, das sind Annahmen, die man hier tätigt, aber keine wissenschaftliche anerkannte Evidenz. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn der euer Patient danach fragt und ihr das dann falsch darstellt, dann habt ihr ein Problem. Dann habt ihr schon den ersten Fehlschritt begangen. Und das darf nicht passieren. Die Frage ist natürlich immer, fragt der Patient danach? Ihr müsst natürlich nichts erzählen, was nicht relevant ist. Also diese wissenschaftliche Evidenz, jetzt nur um das nochmal als Beispiel aufzufassen, hat ja jetzt für die Anwendung im Prinzip keine Relevanz. So, hier geht es eher um Risiken und solche Geschichten. Das heißt aber, wenn der Patient Fragen hat, müsst ihr die ehrlich und offen beantworten. Was kommt noch dazu? Und das ist ja genau das, was passiert. Ihr dürft den Patienten nicht bevormunden. Also so Geschichten, so Sprüche wie, ja, an ihrer Stelle würde ich das tun. Ja, oder wenn ich sie wäre, also das wäre für mich das Wichtigste, dass ich mich um diese Therapieform kümmere oder dass ich genau das so mache. Absolut verboten. Der Patient muss es alleine entscheiden. Auch keinen Ausweg zu bieten, also so zu tun, wie wenn eure Behandlung das Ultima Ratio wäre. Dieses, ja wissen Sie, Alternativen haben Sie ja keine. Also wenn Sie wirklich was machen wollen, dann können Sie nur das tun. Das ist genau das Größte, also das ist wirklich, ich finde das auch unverschämt und unlauter, ja. So zu tun, wie wenn es nur diese eine Option gäbe. Ihr müsst euch trennen und ich kenne das sehr häufig aus dem Bereich der Schüler oder der HPs, die aus dem Verkauf kommen, also die aus dem Einzelhandel, aus der Kosmetik kommen, die einfach geschult sind, Sachen zu verkaufen, dass die das dann sehr gerne mit in diesen Bereich übernehmen. Und das ist hier komplett fehl am Platz. Tutti completti. Ihr seid hier keine Verkäufer. Ihr seid Behandler. Und das Erste und Wichtigste ist das Wohl, die Gesundheit des Patienten. Und jede Therapieform, die in irgendeiner Form gefährlich ist, die darf und kann ich nicht verkaufen. Ich kann dem Patienten sagen, hier pass auf, das ist vielleicht kein Fehler, das zu tun. Das könnte man sich überlegen. Du musst es nicht tun, ja, weil es birgt Risiken. Aber musst du dir halt selber überlegen. Ich kann diese Entscheidung für dich nicht treffen. Die würden wir immer gerne für ihn treffen, weil wir ja dann sagen würden, mach's, weil dann habe ich Geld verdient und dann passt das und dann mache ich das. Aber genau das ist das, was wir nicht dürfen. Beim Patienten wird bewusst, dass letztlich bei jeder Behandlung, auch bei fehlerfreier Durchführung, Risiken bestehen und dass er die Verantwortung nach ausreichender Information für sich selbst tragen muss. Diese Information, dieser Passus wird gerne auch fehlbenutzt, also wirklich missbraucht. Und auch das habe ich immer wieder von Schülern, dass die mir dann sagen, naja, das ist ja risikobehaftet, aber da lasse ich den für unterschreiben. Oder, ich bleibe jetzt mal im Bereich der ästhetischen Therapien, weil das ist für mich quasi ja, mein Hauptbestandteil, da gibt es Behandlungen, die sind risikobehaftet, wo man wirklich hingeht und sagt, pass auf, boah, das ist gefährlich, da könnte eine Nekrose entstehen. Und dann wird immer wieder von den Schülern dann gesagt, naja, dann lass den das doch unterschreiben, dass er das halt so hinnimmt. Nein, 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 nein. Das ist genau diese Fehlinterpretation. Das ist kein Freibrief für euch, sondern das bedeutet, ihr müsst, und es steht ja extra dabei, fehlerfreie Durchführung. Also eine Durchführung nach den Regeln der Kunst. Und wenn eben zum Beispiel eine Behandlung eben risikobehaftet ist, ist sie in der Regel eben nicht so auch freigegeben oder ihr habt eben entsprechende euch an Regeln zu halten. Also wenn jetzt als Beispiel der Patient von mir erwarten würde, dass ich ihn in der Diskothek auf der Toilette spritze. Ne? Ich hätte jetzt durch Zufall sowas dabei und jetzt würde der Freund sagen, ey Mensch, komm, dann spritz mir das doch hier schnell auf der Toilette. Und nein, warum? Ich kann kein hygienegerechtes Verhalten einleiten, ich kann das alles nicht, das funktioniert nicht, jetzt muss ich, weil das ist keine fehlerfreie Durchführung, weil ich mich nicht an die Hygienevorschriften halte. Und da kann er jetzt auch nicht dafür unterschreiben und sagt dann, ach Uli, mach dir keinen Kopf, wenn da was passiert, das übernehme ich, das passt schon. Das kann er nicht, weil ich keine fehlerfreie Durchführung gemacht habe. Der Patient hat das Recht, immer davon auszugehen, dass ihr alles dafür tut, dass er keiner Gefährdung ausgesetzt wird. Die einzigen Risiken, die er hier übernimmt, und darum geht es in dem Fall, sind die Risiken, die ihr nicht abwenden könnt. Ich mache mal das Beispiel mit der Fahrgemeinschaft. Ihr seid bei mir im Auto in der Fahrgemeinschaft. Und jetzt würdet ihr
quasi müsst ihr dieses Risiko, dass ich einen Unfall baue, dass, was weiß ich, ein Flugzeug auf uns runterstürzt, das müsst ihr hinnehmen. Da kann ich nichts dagegen tun, dass uns mal einer in die Seite reinfährt oder dass es halt eben durch Unverschulden oder auch Verschulden zu einem Unfall kommt. Das würde ich euch quasi sagen. Ich würde sagen, hey, pass auf, du kannst gerne mit mir mitfahren, aber für diese Sachen kann ich keine Verantwortung übernehmen. Wenn das passiert, hast du Pech gehabt. Wenn ich jetzt allerdings die Geschwindigkeit überschreite, bei Rot über die Ampel fahre, fahre wie die letzte Sau, ja, also Kurven schneide, gefährlich überhole und, dann sind das Risiken, die eigentlich nicht zu erwarten waren. Fehlerfreie Durchführung. Ja? Ich desinfiziere nicht richtig oder ich behandle in einem gefährlichen Areal, was eigentlich gar nicht erforderlich ist und. Und diese Risiken, die würdet ihr auch als Beifahrer nicht tragen. Ihr würdet sagen, Herr Uli, halt an, ich steige jetzt aus, bist du bescheuert. Ja, und genau das Gleiche gilt hier. Das heißt, diese Verantwortung kann der Patient nicht übernehmen. Das ist meine Verantwortung als Behandler. Was muss ich noch machen in der Aufklärung? Es ist das Ziel, den Patienten so weit zu informieren, dass er auf der Grundlage der erhaltenen Informationen ohne unnötigen Druck eine freie Entscheidung treffen kann. Das sind dann eben so Informationen wie, ja, wissen Sie, wir haben nur heute noch die Möglichkeit. Oder, ja, jetzt gibt es heute ein Sonderangebot, also nächste Woche kostet das mehr. Das sind eben dieser unnötige Druck. Das dürft ihr nicht aufbauen, das ist nicht zulässig. Ja? Oder, ja, nur heute haben wir dieses Special. Das gibt es nicht. Das ist nicht erlaubt. Das ist ein Druck, den ihr aufbaut, der den Patienten dazu bringt, dann eher vielleicht ein Risiko einzugehen, dass er bei einer Überlegung dann vielleicht doch nicht angenommen wäre. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt dazu, dass die Therapien, die wir durchführen, und gerade ganz speziell meine im ästhetischen Bereich, keine therapeutische Relevanz haben. Und somit gerade im ästhetischen Bereich gar keine Problematik ja eigentlich besteht, also keine Krankheit im klassischen Sinne. Und somit muss ich dem Patienten sogar 24 Stunden Bedenkzeit einräumen. Das heißt, ich muss hingehen und sagen, pass auf, wenn du das haben möchtest, coole Sache. Ich darf dich heute aber gar nicht behandeln, denn du musst quasi deine Nacht drüber schlafen. Wenn du das heute unbedingt haben willst, dann musst du mir das nochmal mitteilen. Ansonsten easy, dann kommst du morgen und wir machen morgen den Termin. Du kannst nochmal eine Nacht drüber schlafen. Ich muss es anbieten. Ich darf dem nicht sagen, ja, aber morgen bin ich nicht da oder wir sind jetzt dann 14 Tage in Urlaub, dann dürft ihr das gar nicht machen. Dann dürft ihr den Termin wegen mir gar nicht annehmen, weil ja sonst eben dieser Druck entstehen würde. Das notwendige Gespräch muss deshalb rechtzeitig, da haben wir wieder den Zeitaspekt, ne? Also ihr könnt das nicht kurzfristig machen, sondern rechtzeitig und zugleich mit einem Patienten angemessen und verständlich in Form geführt werden. Auch das ist oft ein Problem, dass ihr dann Fachbegriffe benutzt oder in einer Art und Weise euch mit dem Patienten unterhaltet, die ihr nicht versteht. Das heißt, da werden dann Begriffe benutzt, was weiß ich, Antioxidantien oder was weiß denn ich, keine Ahnung. Und dann wird oft so gesagt, so, ja, wie Sie ja wissen, ja, das weiß ja jeder. So dieses Runtergespiele, den anderen so ein bisschen in die Ecke zu rücken, wenn du es nicht weißt, bist du doof. Ja, das ist das, was nicht passieren kann. Und ich sage es euch gleich, ihr dürft euch da nicht zu sehr sicher fühlen. Bei Vorträgen wird das immer gerne gemacht, wenn man so vor einem Auditorium steht oder vor einer Klasse. Denn in dieser Masse, dieser Klasse oder dieser Zuhörerschaft ist es natürlich für mich als Einzelperson immer sehr peinlich, dann sowas zu fragen, weil ich da dann der Dummi bin. Es meldet sich ja keiner, jeder tut ja so, wie wenn er es wüsste und wie wenn er es verstanden hat. Und deswegen melde ich mich nicht. In eurem Aufklärungsgespräch ist der Patient meistens alleine mit euch vor Ort. Vielleicht noch eine Partnerin, Partner mit dabei oder eine Freundin. Aber in dieser kleinen Gruppe, in dieser kleinen Konstellation, fragt man dann. Denn jetzt blamiere ich mich ja nicht. Jetzt hake ich nach. Und jetzt will ich von euch auch die Lösung dazu haben. Und wenn ihr dann natürlich das nur so, naja, kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen oder so, dann habt ihr das schon wieder verloren. Dann ist das schon wieder tutti. Ihr habt für alle Fragen des Patienten Rede und Antwort zu stehen. Und wenn ihr auf die Fragen oder auf diese Begrifflichkeiten, wenn ihr die Floskeln nur benutzt, weil sie euch bei der Produktschulung oder bei der Geräteschulung mitgeteilt wurden und ihr die von eurem Vertreter übernommen habt und ihr habt aber eigentlich keine Ahnung, was dahinter steckt, dann dürft ihr sie nicht benutzen. Dann müsst ihr euch selber erstmal schlau machen. Der Patient kann auf die Aufklärung verzichten oder weitergehende Aufklärungen verlangen. Auch das ist möglich. Sollte er aber verzichten, würde ich das definitiv notieren und würde es vermerken, dass der Patient auf die Aufklärung offensichtlich verzichtet hat. Wenn er mehr verlangt, müsst ihr dem nachkommen. Also auch hier seid ihr nicht in der Lage zu sagen, ach, pff, dann, ja, oder ihr macht gar keine Behandlung, das könnt ihr auch machen. Ja, aber es wird immer wieder passieren, auch bei mir.
Immer wieder mal kommt das vor. Patient soll nach der Aufklärung seine Entscheidung treffen können, keine Verharmlosungen oder Bevormundungen. Ne? Also auch dann so Sprüche wie, ja, da ist ja noch nie was passiert. Oder, ne, ja, das habe ich schon mal gesehen, aber bei uns ist das ja, ach Frau Meier, da passiert schon nichts. Das sind genau solche Worte, die solltet ihr euch von vornherein abgewöhnen. Also es geht überhaupt nicht. Ja, wir haben diese Komplikation, die ist in der Regel sehr selten, aber theoretisch könnte das auch bei Ihnen passieren. Ich kann Ihnen da keine Garantien für gar nichts geben. Der Patient muss dafür nicht volljährig sein, auch das ist entscheidend. Also ihr habt nicht nur, 18 plus aufzuklären, sondern auch Minderjährige, rechtzeitig in angemessener, verständlicher Form, bewusst machen von Restrisiken, also immer sagen, hier, Hämatom kann entstehen, Nervenschaden, Spritzenabszess, bla bla bla. Daher kommt ja auch genau dieser Punkt, der übertrieben ist. Ich habe neulich erst wieder mich mit einem Mediziner, also mit einem Arzt unterhalten, mit einem Chirurgen auch, der entsprechend eben das nochmal bestätigt hat, dass zum Beispiel nach so Injektionen dann immer drin steht, ja, kein Sport, nicht in die Sauna, nicht in die Sonne gehen, bla 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 bla. Das geht genau darauf zurück, man will sich einfach aus der Verantwortung ziehen, indem man im Prinzip so viel Aufklärung macht wie möglich und den Patienten am besten nach so einer Therapie für 12 oder 24 Stunden in den sterilen Raum stellt, um ja sicher zu gehen, dass da ja nichts passiert. Das ist halt ein Absicherungsdenken. Das brauchen wir heute, denn wer Rechtsschutzversicherung hat, der weiß, oder wer schon mal verklagt wurde, wie schnell auch sowas gehen kann. Und daher kommen die. Diese Maßnahmen sind in vielen Fällen total übertrieben. Aber man macht es einfach, um sicher zu sein, ich hab's ihm gesagt. Ich hab's gesagt. Er hat sich nicht dran gehalten. Nicht mein Problem. Dann haben wir noch Fragen, die zu klären sind. Also alles, was der Patient fragt, ist zu klären. Und bei Verzicht ist eben, wie ich schon gesagt habe, sollte ich das Ganze dokumentieren. So, rechtzeitig heißt genügend Zeit für die Entscheidung, keine Hektik, kein Druck. Wir hatten es angesprochen, eben kein Ja, aber hier und ich muss morgen und jetzt haben wir gleich die nächste Kundin da und bla bla bla, findet nicht statt. Bei unnötigen Behandlungen muss mindestens 24 Stunden Bedenkzeit eingeräumt werden. Und wie gesagt, unnötig ist immer keine therapeutische Relevanz. Bedeutet also im Prinzip eigentlich fast alles, was dem Heilpraktiker, was der macht. Ja. Es ist selten, dass wir therapeutisch relevante Behandlungen machen. Bei einer Chiro sieht es anders aus, bei einer Osteo vielleicht, das weiß ich nicht. Bei einer Quaddelung, naja, die könnte man auch noch als therapeutisch relevant hinstellen. Aber sonst wird es ganz schön schwierig, weil ob ich die Bioresonanz heute mache oder morgen, ob ich die Homöopathie heute oder morgen mache oder die Schüsslersalze oder sonst irgendwie sowas, ästhetisch, die Faltenunterspritzung, das spielt keine Klavier. Also ihr solltet schon auf diese Zeiten achten oder dann entsprechend das Ganze vermerken, dass der Patient eine sofortige Behandlung gewünscht hat. Im Gespräch, wie gesagt, was muss jetzt alles enthalten sein? Ihr müsst eben die Heilmaßnahme selbst und den üblichen Verlauf erklären. Also zum Beispiel, wie so eine Blutegelbehandlung abläuft, dass welche Körperstellen, wie viele angesetzt werden, dass diese sich dann vollsaugen und abfallen, dass es dann noch lange nachblutet, dass er das eben weiß, dass die Blutungen eben nicht gestillt werden, sondern mit einem Verband abgedeckt werden und dann eben gewartet wird, bis sie von selber verheilen, dass eben die Egel medizinisch sind, gekauft werden, dass sie danach eben nicht nochmal verwendet werden, dass eben das Ganze zum Beispiel fast eine gute Stunde dauert, dass der Patient auch sieht, so und so viel Zeit muss ich einplanen. Also das müsst ihr hier alles erklären und am besten vielleicht auch zeigen, dass der Patient sieht, also wegen mir das Glas, sagen hier, gucken Sie, das wären dann Ihre Egel, die würden wir verwenden, die sind niegelnagelneu, die sind medizinisch, die sind gekauft worden, die werden danach wieder an die Farm zurückgeschickt oder was auch immer da als Vorgabe ist. Oder ihr haltet die dann selber, bis sie dann irgendwann sterben. Da gibt es ja die tollsten Varianten. Aber dass er eben sieht, dass das frische sind und dass es da eben keine Probleme gibt, die der Patient dann irgendwie komisch finden könnte. Was haben wir noch? Wir haben dann natürlich noch die Risiken, die Nebenwirkungen und die Folgen. Also dass es eben zum Beispiel aus kontrollierten Zuchtbetrieben kommt, so wie wir es schon gesagt haben. Dass deswegen zwar eine Infektionsgefahr besteht, immer grundsätzlich, die aber dadurch super niedrig ist, man kann sie aber halt eben nicht völlig ausschließen, dass eben diese Blutungen nicht von selbst zum Stillstand kommen, auch das kann passieren und dann müsste sowas im schlimmsten Falle genäht werden, was dann natürlich auch mit einer Narbe einhergeht, die dann eventuell auch sichtbar ist, auch das müsste man erklären, dass es Pigmentflecken an der Bissstelle geben kann, die man auch noch nach Monaten sehen kann, dass aber kein
medizinisches, sondern ein kosmetisches Problem darstellt, dass zum Beispiel bei einer homöopathischen Therapie gesagt wird, dass das Heilungsverlauf vorübergehend sogar zu einer Verschlimmerung führen könnte, die dann eben mit den Symptomen gegenwärtigen Krankheit eben von früheren auftreten können. Also alles das, was ihr in euren Ausbildungen lernt, was zu diesen Therapien dazugehört, das müsst ihr eurem Patienten auch erklären und sagen, das muss er auch wissen. Und wie gesagt, auch jetzt mit diesem kosmetischen Problem, dieser Pigmentflecken, wo jetzt der ein oder andere von euch das vielleicht als sehr unwichtig ansieht oder eben sagen würde, ach ja, mein Gott, dann hast du halt da so ein Fleckchen, jetzt stell dich doch nicht an. Nein, das ist eine Einschätzung, die müsst ihr euch auch komplett abstellen. Das geht nicht, das ist nicht euer Entscheidungspunkt. Dieser Mensch hat einen Pigmentfleck danach. Eventuell am Arm, am Rücken, wo auch immer. Und auch wenn der das, was weiß ich, mit einem T-Shirt abdecken kann oder whatever, das ist nicht erfordert, das muss aufgeklärt werden. Es steht nicht in eurer, wie sagt man, in eurer Zuständigkeit oder es obliegt nicht euch, die Schwere der Einschränkung festzulegen. Es ist eine Problematik, die auftritt und somit muss sie dem Patienten bewusst gemacht werden. Und wenn der das ganz schlimm findet, weil es kann sein, und ich verspreche euch das, ihr werdet über kurz oder lang eben auch Patienten finden, die dann sagen, was, ach so, eine Narbe, nähen oder eventuell einen Fleck danach, naja, da habe ich keinen Bock drauf, dann lassen wir das, das mache ich nicht. Und deswegen ist es wichtig. Und dann könnt ihr sagen, naja, jetzt stellen Sie sich nicht an, so ein Fleckchen, da ist ja noch keiner, na, das will ich aber nicht. Ich will keinen Fleck auf dem Rücken haben. Fertig. Und wenn ihr dann aber anfangt zu sagen, ja, aber machen Sie sich doch keine Sorgen, das passiert doch kaum und das ist nur ganz klein und das ist ja fast nicht, dann sind wir schon wieder bei der Verharmlosung, bei der Bevormundung, bei diesem, ne, ich schiebe den, sage jetzt komm, bitte, bitte, lass es machen. Wenn der Patient sagt, nein, ich will keinen Pigmentfleck, dann ist das so. Dann sage ich, ja, dann müssen wir es bleiben lassen. Das müssen wir immer in Kauf nehmen, wenn Sie da nicht dazu bereit sind. Ich kann Ihnen das nicht versprechen. Das ist so, wie wenn ihr jetzt bei mir am Auto steht und ich sage euch, also passt auf, wir können es nicht, kann es nicht garantieren, dass uns kein Flugzeug auf den Kopf fällt oder dass uns ein LKW von der Autobahn räumt. Das weiß ich nicht. Da haben wir dann Pech gehabt und dann sagst du, nö, dann habe ich keinen Bock, dann will ich nicht mitfahren. Dann musst du draußen bleiben. Und dann bringt es auch nichts zu sagen, ja, jetzt komm, stell dich nicht an, das wird kaum passieren und. Weil eins ist auch sicher, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Wenn ihr das nämlich genauso erzählt, dann habt ihr genau den Patienten, der dann diesen Fleck bekommt. Und dann habt ihr nämlich wirklich ein Problem. Weil der kommt dann nämlich und sagt, und ich habe es Ihnen gleich gesagt und ich habe Ihnen gesagt, ich will das nicht. Und ich habe Ihnen dreimal gesagt, ich habe keinen Bock und dieser Fleck und wie sehe ich jetzt aus und was soll ich jetzt machen? Und laberababa soll's. Genau so wird es passieren. Und deswegen von vornherein unterlasst das. Dann haben wir natürlich noch die Option oder auch die Verpflichtung, andere alternative Methoden vorzuschlagen. Das heißt also, ihr müsst auch darauf hinweisen, dass eure Behandlung nicht das Ultima Ratio ist, sondern dass ihr eben auch Alternativen habt. Denen müsst ihr unvoreingenommen entgegenstehen. Das ist auch wichtig, dass ihr also nicht dann die sofort runterredet und sagt, ja, das ist ja alles Käse. Also wenn Sie da zum Doktor gehen, das ist ja alles Mist, was der Ihnen da verordnet. Nur meine Therapie ist die wahre Therapie. Das ist nicht erlaubt. Ihr müsst eben auch über diese anderen Verfahren so ein bisschen euch auskennen und eben vorschlagen und sagen, ja, Sie können auch das machen oder das machen oder wie Sie das auch immer wollen. Dann auch die Kosten. Wenn über die Kosten nicht gesprochen wird, dann kann der Heilpraktiker die übliche Vergütung ansetzen. Das ist das, was in der GbH steht, in der Gebührenordnung für Heilpraktiker. Man kann hier natürlich das Ganze etwas erhöhen, wenn man eine besondere Praxis hat, eine besondere Größe, eine besondere Bekanntheit hat, aber das ist das, was dann auch zu bezahlen ist. Wenn die Preise höher sind, dann würde ich immer raten, dass ihr das dem Patienten vorher sagt. Dass ihr also sagt, passen Sie auf, und diese Behandlung kostet Sie dann 150 Euro. Wenn er jetzt nickt, dann ist das safe. Dann ist das auch irrelevant, ob sich das an der üblichen Vergütung orientiert oder nicht. Ihr habt ihm gesagt, das kostet 150 Euro. Er hat das abgenickt und damit ist das Thema vom Tisch. Wenn ihr eure Preise auch noch öffentlich macht, so wie ich das habe, im Schaufenster oder auf der Homepage, dann kann er das da auch nochmal nachgucken und dann sind diese Preise auch fixiert und safe und dann gibt es da auch nichts zu diskutieren, ob das dann irgendwie, ja, wie, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ja, hat er Pech gehabt. Das ist wie mit der Speisekarte. Da steht drauf, dass der Zwiebelrostbraten 28 Euro kostet. Dann ist das so. Und wenn du den bestellst, dann akzeptierst du diesen Preis.
Dann natürlich noch im Weiteren die Folgen der Unterlassung einer gebotenen Untersuchung oder Behandlung, also mögliche gesundheitliche oder rechtliche Konsequenzen müssen dem Patienten verdeutlicht werden, vor allem dann, wenn es zum Beispiel um eine Nachsorge geht. Also sagen, hier pass auf, du musst also schon dafür sorgen, dass die Wunde dann keimfrei bleibt oder jetzt beim Blutegel, dass dieser Verband entsprechend nochmal gewechselt wird und dann nochmal vorbeikommen, sich das anschauen. Wenn du das nicht machst, dann bin ich auch raus, dann hafte ich da nicht mehr für. Ne, ergänzend können dann noch Formblätter ausgehändigt werden, aber ich sage immer, dieser ganze Papierkram, das ist oft immer ganz lustig, aber schreckt dann auch natürlich den Patienten ab. Vieles davon müsst ihr auch nicht machen. Also wie gesagt, so diesen Patientenvertrag habe ich neulich wieder gesehen, dass das ein Kollege gemacht hat. Mit einem Vertrag stand dann drüber, Patientenvertrag und. Also mich würde sowas abschrecken. Das braucht ihr auch nicht. Mündliche Verträge gelten wie schriftliche Verträge. Das heißt also, hier ist es nicht erforderlich, das Ganze mit Brief und Siegel und Notar und unterschrieben. Wenn ihr das abgesprochen habt, der Patient hat die Kosten abgenickt, dann habt ihr einen mündlichen Behandlungsvertrag und der gilt genauso wie ein schriftlicher und ist damit gültig. Und wenn ihr euch eben transparent gemacht habt, durch eure Homepage, durch Aushänge in der Praxis, durch Flyer, die ihr vielleicht habt, wo die Preise auch nochmal mit draufstehen, auch dann braucht ihr euch keine Sorgen machen bezüglich der Kosten, denn jetzt ist es jedem öffentlich zugänglich, die Kosten einzusehen und somit habt ihr dann auch einen Anspruch auf Vergütung. Gut. Wenn jetzt dies alles nicht so gemacht wird, also sprich das Ganze unzureichend aufgeklärt wird, sind wir haftbar und zwar in zwei Fällen. Einmal, wenn Schäden auftreten, weil dann hätte quasi der Patient sich ja anders entschieden, wenn wir ihn ordentlich aufgeklärt hätten. Und dann geht das nach dem Zivilrecht mit Schadensersatzpflicht. Also das wäre dann die Behandlung der Pigmentflecken mit Schmerzensgeld und solchen Geschichten. Und bei Eingriffen wie Injektionen oder eben diese Blutegelgeschichte, da würden wir uns dann unter Umständen auch noch der Körperverletzung schuldig machen. Also auch hier muss man aufpassen. Da hat der Rechtsspruch, ist da ganz schnell vorne dran und wir müssen dann für Sachen haften, was wir eigentlich nicht haben wollten. Genau, so, da habe ich jetzt so ein Beispiel, das will ich euch gar nicht groß zeigen, das habe ich jetzt vergessen auszublenden, macht aber nichts, denn es gibt auch noch so einen Hinweis bezüglich der Sprache, dass ihr das eben, wie gesagt, auf diesem Niveau macht, dass euer Patient versteht und wenn der sagt, hä, was heißt das, was heißt jetzt, keine Ahnung, Bioresonanz, was bedeutet das eigentlich, dann müsstet ihr es ihm erklären. Genau. Die Sorgfaltspflicht, wie gesagt, die ist für uns auch noch entscheidend. Wir müssen die besondere Sorgfaltspflicht einhalten, die da über das normale erforderliche Maß hinausgeht, denn wir sind in einem medizinischen Beruf tätig und müssen somit durch Fortbildungen und durch Ausbildungen unsere Qualifikation am Laufen halten. Das heißt, hier sind wir auch verpflichtet, adäquate Fortbildungen zu besuchen und das regelmäßig. Auch die Grenzen und die Möglichkeiten müssen wir kennen und uns diesen bewusst sein und sie eben entsprechend anwenden. Selbst wenn es dann in die Richtung geht, dass wir hier eben dann Injektionen, also invasive Behandlungen durchführen, dann hat eben dieselbe Sorgfaltspflicht zu erfüllen wie ein Arzt oder ein Allgemeinmediziner. Somit Risiken, Kontraindikationen abklären, die Geräte überprüfen, die ich benutze, meine Fortbildungen. Also ich kann nicht hingehen und sagen, ich habe jetzt in meiner Schule mal einmal eine Quaddel gesetzt. Ja, das passt jetzt schon und dann mache ich meine Prüfung und einen Tag drauf fange ich jetzt an, groß rumzuquaddeln. Da sollte ich vielleicht nochmal eine Zusatzausbildung machen oder mir das nochmal bei einem Kollegen zeigen lassen, wie das richtig funktioniert. Vielleicht mir nochmal einen Probanden suchen zum Üben, bevor ich es dann wirklich auch an einem Patienten anwende. Dann haben wir natürlich noch die weitere Sachen, die zur Sorgfaltspflicht gehören. Ich weiß, das ist jetzt alles sehr trocken, aber es ist einfach wichtig, dass euch das fachlich klar ist. Denn das sind immer die Sachen, die in den Prüfungen auch immer wieder so, naja, nicht direkt gefragt, aber so unterschwellig geprüft werden. Ne? Dass man einfach guckt, ziehst du da und oft aber auch dazu führt, dass die Schüler total übertreiben. Ja, also es gibt in beide Richtungen das Extrem. Der eine, der dann hingeht und sagt, ja, muss ich jetzt da Handschuhe anziehen? Allein diese Frage, wenn ich das schon immer höre, wenn wir irgendwas untersuchen oder wenn wir was machen oder wenn wir im Injektionskurs irgendwas tun und es dann immer heißt, ja, muss ich jetzt Handschuhe anziehen? Dann sage ich, nee, geheim. Also es wäre mir immer das Liebste. Darf ich natürlich nicht. Aber am liebsten würde ich dann echt immer sagen, nee, musst du nicht, geh nach Hause. Weil du hast hier da nichts verloren. Es geht um deinen Schutz, es geht um den Patientenschutz und so Aussagen wie, ja, mit Handschuhen kann ich nicht arbeiten. Ja, dann such dir einen anderen Job.
Ja, dann such dir einen anderen Job, dann ist das nicht der richtige Job für dich. Ja, und also ich bin hier, kann ich das so sagen, und dann sage ich das auch immer so hier. In den Schulen muss ich da mal vorsichtiger sein, aber hier kann ich das wirklich so sagen. Am liebsten würde ich dann sagen, weißt du was, dann geh nach Hause, dann war es das für dich, dann such dir einen anderen Job, dann brauchst du hier nicht anfangen. Ja, hier musst du jetzt zum Motorradfahren immer einen Helm aufsetzen. Ja, und wenn du keinen Bock hast, fährst du nicht Motorrad. Weg. Dann geh heim, dann fahr Auto. Aber dann glaub nicht, dass du Motorrad fährst. Ja? Also, das sind so genau diese Geschichten. Da kriege ich immer so einen Hals. Genau, wir können das Ganze über Fortbildungen eben uns fortbilden, so wie wir es schon hatten. Dann eben die Sorgfaltspflicht erfordert, dass wir auch zum Beispiel den Patienten überweisen, wenn wir eben mit unserem Latein am Ende sind, wenn wir eben nicht weiter können, ne, wenn ich an meine Behandlungsmöglichkeiten, an die Grenzen stoße, dann sollte ich den Patienten eben auch überweisen. Also sprich, diese eigene Arroganz überwinden und sagen, nee, da müssen Sie jetzt zum Kollegen gehen, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Die Haftung des Heilpraktikers entspricht der des Allgemeinmediziners. Somit sind die aufgeführten Anforderungen im Allgemeinen eben auf uns übertragbar und auch die Gerichtsurteile liegen eben vor, wenn eben diese Sorgfaltspflicht nicht eingehalten wird, haben auch schon genügend Gerichte Heilpraktiker entsprechend dafür verurteilt. So, jetzt gibt es ein paar Beispiele, da gehen wir mal ganz kurz noch drauf ein, weil ich will das heute fertig machen. Ich weiß, wir haben schon gute halbe Stunde, aber ich will das fertig machen. Das könnt ihr, wie gesagt, alles nochmal auch nachlesen. Das sind jetzt nur ein, zwei Beispiele. Also einen Patienten 4 Wochen wegen Hämorrhoiden behandeln, ohne eine Rektaluntersuchung für die Tumorabklärung durchzuführen. Und da geht es nicht darum, ob ihr die macht oder ob ihr die machen lasst. Wenn ich es nicht kann, dann muss ich es machen lassen. Nach einem Sturz des Patienten zum Beispiel keine Röntgenuntersuchung durchführen zu lassen. Also das spielt überhaupt gar keine Rolle, ob der eine Fehlstellung hat oder nicht, sondern einfach die Tatsache, der Patient erzählt, ich bin gestürzt auf die Hand, das war ein Unfall und jetzt fummel ich da einfach rum und sage, das wird schon werden, ohne dass ich ein Röntgenbild habe anfertigen lassen. Eine Harnuntersuchung zu machen mit eben zum Beispiel einer erheblichen Infektion, das Ganze dann festzustellen, also ein komplizierter Harnwegsinfekt und den Patienten nicht zum Urologen zu überweisen. Bei einer intravenösen Injektion, also wie das funktionieren soll, habe ich auch noch nicht verstanden, aber das ist ein Beispiel, die Arterie zu treffen und das brennt und schmerzt wie die Sau und das merkt man auch. Also wenn man erstens mal so doof ist, dass man die Arterie trifft, Punkt 1, Punkt 2 ist dann nicht zu bemerken, ist dann das nächste was Schlimmes und dann das Ganze weiter zu spritzen. Ja, oder auch einen Nerv zu treffen, der Patient schreit und sagt, ah, ja, das müssen Sie jetzt aushalten und dann spritzt man einfach weiter. Alkohol zur Desinfektion zu benutzen, also Wodka drüber schütten oder was, keine Ahnung. Nach Eingreifen nicht zu kontrollieren, ob es eben eine Heilung gibt. Die Garantenpflicht. Ich habe eine Behandlung begonnen, dann muss ich auch dafür Sorge tragen, das zu überprüfen, ob der Patient auch genest, also ob das auch positiv verläuft, das Ganze. Und trotz klinischer Symptome einer Meningitis eine diagnostische, also schulmedizinische Abklärung zu unterlassen, auch das wäre eben ein Vergehen im Rahmen der Sorgfaltspflicht. So. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ich denke, weil das ist, denke ich, jetzt mal ausführlich nachgeklärt und verstanden worden, und zwar zur Dokumentation. Hier kurz, dass wir dokumentieren müssen, das ist Pflicht. Ich denke, das ist jedem klar. Und da basieren auch unsere mündlichen Prüfungen drauf. Also auch hier ist es nochmal wichtig, das zu verstehen, denn in vielen Fällen kommt es dann eben zu dem Punkt, dass dann Schüler hingehen und sagen, ja, weiß ich nicht, den würde ich jetzt zum Arzt schicken. Das ist immer Käse, so eine Aussage. Warum? Wir brauchen ja dann eine Überweisung, wir brauchen eine Dokumentation, wir brauchen einen Arztbrief. Ihr müsst ja auch erklären, wieso der Patient zum Arzt gehen soll. Also was steckt da dahinter? Und das wäre im Prinzip unsere Dokumentation. Und deswegen will man dann auch in diesen mündlichen Prüfungen eben hören, dass ihr das so darstellt, wie man das dann dokumentieren würde. Also auch nach diesem IPAF-Schema zum Beispiel durch den Patienten hindurchgeht, um das dann eben so dokumentieren zu können. Ne, Patient hat Blutdruck, Puls von bis gehabt, bla 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 bla. Und dieser Begriff, und ich sage das gleich dazu, diese Abkürzung, die gerne immer so genutzt wird, OB, ne, also ohne Befund, die gibt es nicht. Die könnt ihr direkt streichen. Ohne Befund bedeutet, habe ich nicht untersucht. Denn wenn ich eine Untersuchung mache, habe ich ein Ergebnis. Wenn ich bei jemandem Puls Blutdruck messe und der ist normal, der ist halt normal. Dann habe ich auch ein Ergebnis. Also 125 zu 75, Puls 65. Das ist mein Befund. Und OB würde bedeuten, ich habe es nicht gemessen. Also das streicht schon mal komplett aus eurem Vokabular heraus.
Im Hinblick auf spätere Streitigkeiten ist die Dokumentation für uns die wichtigste Waffe, denn die notwendigen Fakten sind, wenn die nicht in den Krankenunterlagen dokumentiert sind und es beim Patienten jetzt eben zu Problemen kommt, dann kommt es zu dem Problem, dass wir beweisen müssen, es getan zu haben. Also es kommt zu einer Art Beweislastumkehr. Man gibt uns einen Vertrauensvorschuss. Was bedeutet das? Wenn ich es dokumentiert habe, geht man davon aus, dass ich es auch getan habe. Ich schreibe die Wahrheit auf. Wenn im Nachhinein also Fragen sind und ich habe aufgeschrieben, dass ich das gesagt, gemacht oder getan habe, dann wird man mir glauben und der Patient muss das Gegenteil beweisen. Das wird ihm sehr schwer fallen. Andersrum sieht es aus, wenn ich es nicht dokumentiert habe, dann kommt es zur Beweislastumkehr und jetzt muss ich beweisen, dass ich es getan habe. Und da werde ich mir sehr schwer tun. Daher ja diese tollen Sprüche, wer schreibt, der bleibt. Und dass das funktioniert, ist jetzt die Dokumentation ganz festen Regularien unterworfen. Und dazu zählen eben zum Beispiel, also ihr könnt das schriftlich oder digital machen, das ist freigegeben, lückenlose Karteieinträge, damit nachträgliche Änderungen nicht möglich sind. Also ihr dürft hier nicht irgendwelche Freilassungen, Leerzeilen, sonstige Lücken oder sonstiges lassen. Das ist absolut nicht zulässig. Dann ist eure Dokumentation schon erledigt. Das Ganze muss mit dokumentenechten Stiften gemacht werden. Also nicht mit Bleistift oder mit blauem Füller oder sowas. Ihr müsst Stifte nehmen, die man nicht löschen kann. Das Ganze müsst ihr für 10 Jahre aufbewahren und der Patient hat ein Einsichtsrecht. Das heißt, wenn der kommt und möchte es sehen, müsst ihr es ihm zeigen. Und zwar auch nach 9 Jahren und 11 Monaten müsst ihr das raussuchen und zeigen. Das muss nicht umsonst sein, weil dafür habt ihr Zeit, das ist Arbeit, da könnt ihr Geld für verlangen, keine Frage. Aber ihr müsst es ihm zugänglich machen. Ihr dürft ihm das nicht verweigern. Und deswegen ist es wichtig, dass das auch eben durchgeschrieben ist und mit diesen Stiften, damit keine Änderungen möglich sind. Sollte es möglich sein, im Nachhinein hier Änderungen zu vollführen, dann ist eure Dokumentation schon wieder für die Hose und ihr könnt es vergessen und alles, was ihr geschrieben habt, braucht ihr gar nicht mehr aufführen. Ob die Anamnese, die Diagnose sowie angewendete Therapieverfahren auf der Patientenkartei oder mit Hilfe des Computers dokumentiert werden, das ist abhängig von eurer Ausstattung. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wie gesagt, ich würde das heute immer auf dem PC machen. Es ist einfacher, schneller, unkomplizierter und es ist leichter aufzubewahren. Wichtig ist, dass ihr dafür geeignete Programme nutzt. Also ihr dürft nicht einfach irgendein Word-Dokument eröffnen oder eine PowerPoint oder sowas und da die Sachen reintippen, sondern es muss ein Programm sein, das für die Dokumentation zugelassen ist. Müsst ihr gucken, diese Dinger kosten Geld. Ich will hier keine Schleichwerbung machen, vor allem nicht, wenn es bezahlt wird. Huhuhuhu. Nein, aber es gibt entsprechende Programme auch speziell für Heilpraktiker, die für wenig Geld zu bekommen sind. Ihr müsst aber in der Regel immer ein Abo abschließen. Also es ist nicht so, dass ihr das Programm einmal kauft für 50 Euro und dann könnt ihr es bedenkenlos 20 Jahre nutzen, sondern in der Regel sind das alles Abonnements, die ihr jedes Jahr erneuern müsst. Manche machen es monatlich, manche machen es jährlich. Guckt da auf die Preise, da gibt es exorbitante Unterschiede. Und das ist das, was für uns wichtig ist, dass ihr auch eine Datensicherung macht und dass die Daten für keinen anderen zugänglich sind. Das ist auch entscheidend, dass da kein Dritter reingucken kann und sagen kann, hey, was hat denn die Frau Meier gestern gemacht? So, es empfiehlt sich also auch einen separaten Computer dafür zu verwenden, der dann eben auch die Daten verschlüsselt ablegt. Das heißt also nicht den Familiencomputer, den ihr zu Hause habt oder auch eure Karteikarten. Also das ist irrelevant. Wenn ihr das schriftlich macht, müsst ihr diese auch unter Verschluss aufbewahren und dürft die eben nicht irgendwie öffentlich im Schreibtisch haben, dass jetzt zum Beispiel die Tochter, der Sohn, der Mann oder wer auch immer, die Gattin da reingucken kann und sagen kann, na, was hat denn Julia das letzte Mal gemacht? Wenn es zu Streichungen kommt, wenn ihr das schriftlich macht, ich weiß, dass es immer wieder Kolleginnen und Kollegen gibt, die das sehr, sehr gerne schriftlich machen und sagen, nein, die Dokumentation will ich quasi auf Papier machen, dann könnt ihr das. Hier ist es aber wichtig, bei Streichungen Folgendes zu beachten. Also, ja, schwarz ist es ja. Wenn man jetzt also hingeht, sagt man, okay, wegen mir, das ist jetzt die Karteikarte, auf die ihr eure Sachen vermerkt, dann schreibt ihr eben hier oben hin, also was weiß ich, machen wir mal das Datum 1.7.22, Frau Meier, bla 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 bla. Jetzt muss hier weitergeschrieben werden, ja, also es gibt hier keine irgendwie, dass man da eine Lücke lassen darf. So, jetzt werdet ihr hier fertig zum Beispiel, Punkt. Hier wäre eure Dokumentation beendet und die Frau Meier würde jetzt in 3 Tagen wiederkommen. Dann müsst ihr hier anfangen, 3 Tage, also am 4.7.22
bla 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 bla. Ihr dürft also hier nicht die Zeile leer lassen und dann sagen, ah ja, das sieht doch blöd aus, ich schreibe hier nicht direkt weiter. Das wäre verboten. Wenn man dann eine Streichung macht, also von mir aus, was weiß ich, Lidocain 2%. Ach Mensch, verdammt, das war ja gar kein Lidocain, das war ja Procain. Und ihr würdet jetzt zum Beispiel mit so einer Maus drüber gehen, also das wirklich weglöschen mit so einer Tippex-Maus, so. Und dann wäre da eine Tippex-Maus drüber, nicht erlaubt, das wäre nicht zulässig. Das, was ihr geschrieben habt, muss nach der Streichung lesbar bleiben. Das heißt, ihr macht mit dem Stift einfach eine Streichung, macht drunter ein Datum und ein Namenszeichen, dass man weiß, wer hat das wann geändert. Und dann dürft ihr dahinter schreiben, Procain 2%. So dürfte man eine Streichung durchführen. Das, was gestrichen wird, muss lesbar bleiben und es muss nachvollziehbar sein, wer und wann diese Streichung vollzogen wurde. So, nur so ist das möglich und deswegen auch dieses Fortschreiben immer ohne Lücken, wenn ihr hinten, wie gesagt, Lücken lasst oder sowas, auch Buchhalternasen, ne? Also wer das nicht kennt, das sind die Sachen, dass man sagt, okay, man macht hier dann so ein, diese Entwertung. Ja, dieser Felder, das ist auch nicht zulässig, das gibt es nicht. Man kann hier, also außer ihr würdet jetzt die Akte schließen, ja, dann würde man aber hinterschreiben, Akte wurde geschlossen aufgrund Versterbens, also Patient ist verstorben als Beispiel, sowas passiert ja immer wieder und darauf schließt man die Akte, die müsst ihr trotzdem aufbewahren, ja, also die dürft ihr nicht entsorgen, aber dann könnte man das am Ende entwerten, aber das braucht ihr ja nicht, weil ihr ja vermerkt, Patient am so und so vielten verstorben. Und dann ist das ja klar, dass danach nichts mehr aufgeschrieben werden kann, weil ja im Endeffekt der Patient verstorben ist. Also genau so hat das Ganze für euch zu funktionieren und genau so müsst ihr das auch in eurer Praxis durchführen, um das Ganze für euch sicher und gut handelbar zu machen. Ich hoffe, das war ein guter Einblick für euch, gibt euch eine gewisse Sicherheit, denn das sind Sachen, die in der mündlichen Prüfung nicht direkt geprüft werden unter Umständen, aber immer wieder mit einfließen. Also, dass man halt einfach bemerkt, machen die das gut, machen die das nicht gut, wissen die, von was sie reden oder wissen sie es nicht. Deswegen hier der Hinweis von mir, haltet euch da dran, nehmt euch das nochmal zu Herzen. Genau. Ich blende euch jetzt nochmal kurz die Termine ein. Das heißt, doch. Das mache ich jetzt nochmal kurz, genau, dass ihr nochmal die Termine auf dem Schirm habt und sagen könnt, okay, wann sind jetzt quasi die Termine nochmal für unsere Nachhilfestunden? Die könnt ihr euch dann nochmal aufschreiben. Jetzt habt ihr sie gerade nochmal drauf. Ansonsten, ich blende die gleich nochmal ein und dann den Abspann. Bedanke ich mich bei euch, hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es war wieder lehrreich für euch und ich glaube, es geht dann auch langsam bald wieder auf Richtung Sommerferien zu. Mal gucken, da werde ich mir wieder eine längere Auszeit gönnen. Ich denke, das ist jedem bekannt, dass die Ferien für mich ja immer sendefrei sind. Wie gesagt, die Termine finden trotzdem statt. Da sind ein paar in den Ferien drin, die finden statt. Da können wir dann eben entsprechend uns nochmal treffen, auch live jetzt natürlich. Würde mich freuen, wenn das wirklich wahrnehmt und das Ganze ja einfach auch für euch gut ist, denn dann weiß ich auch, dass da Interesse besteht und dann werden wir das auch adäquat vorführen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und wir sehen uns vielleicht sogar live. Bis zum nächsten Mal. Ciao!